Auto fahren und dabei schön eine quarzen, ist eine ganz schlechte Mischung. Vor allem, wenn Kinder mit im Auto sind. Das finden zumindest die Briten, die das ab dem 1. Oktober offiziell verbieten. Und das findet auch die Drogenbeauftragte der Bundesregierung. Die will das in Deutschland nämlich auch komplett verbieten. Was die Aachener dazu sagen, ich höre mich in der City mal um. Ja, doch, finde ich ganz gut, weil ich das so oder so total komisch finde, wenn man das macht. Ja, und für die Leute, die es immer noch tun, fand ich es ganz gut, wenn es verboten würde. Ist eigentlich nicht verantwortlich gegenüber den Kindern, oder? Nee, genau. Und es ist ja so ein kleiner Raum und ja, ist ziemlich eklig, finde ich, wenn man das dann macht. Ich finde, die Eltern müssen selber entscheiden. Wenn sie sich dafür entscheiden, im Auto zu rauchen, wenn die Kinder dabei sind, ist vielleicht nicht gerade toll, aber ich will nicht das Gefühl, dass man da als Außenstehender den unbedingt reinreden kann. In Großbritannien wird ab dem 1. Oktober verboten, dass im Auto geraucht werden darf, wenn Kinder mit dem Auto sitzen. Jetzt möchte die Drogenbeauftragte der Bundesregierung das in Deutschland auch verbieten. Eine gute oder eine schlechte Idee? Also ich finde das eine gute Idee, weil ich finde, dass man den Kindern sowieso nicht den Rauch aussetzen sollte und erst recht nicht im Auto, weil ich finde, der Raum ist viel zu klein und ist einfach viel zu schädlich für kleine Kinder. Weil? Auch soll er aussteigen und sich am Rand stellen. Dann gefährde ich auch die Gesundheit der Kinder nicht, weil die Kinder können ja nichts dafür, wenn sie dieses Dreck einatmen. Nicht, weil wir selbst nicht Raucher sind, sondern weil Überzeugung ist. Selbst wenn ich rauchen würde, würde ich nicht in so einem kleinen Kistchen, wo sowieso nichts an Platz ist, kein Sauerstoff, nichts. Das ist doch wahnsinnig. Also für die Kinder ist mit Sicherheit eine gute Entscheidung. Aber was die Betroffenen angeht, ob die sich da drauf... Schlechte Entscheidung, sagst du? Ich sage eine gute Entscheidung. Gute Entscheidung, auf jeden Fall, klar. Für die Gesundheit. Ob man das durchsetzen kann, wie willst du das kontrollieren? Gute oder schlechte Idee? Ja, warum denn überhaupt rauchen im Auto? Das ist eine gute Frage. Also ganz verbieten. Super, vielen Dank. Also ich rauche selber im Auto, nicht weil ich Raucher bin. Das ist aber mal ein schöner Aspekt. Du rauchst selber und per se nicht. Aber nicht, nein. Gehört sich halt so. Also man schädigt sich ja sich selbst, weißt du, sollen die Kinder wenigstens gesund bleiben. In Aachen ist man sich also ziemlich einig. Kippe im Auto ist gar nicht gut, wenn Kinder drin sind. Ich selber finde es genauso. Ich finde es eine gute Idee, wenn die Kippen aus dem Auto verbannt werden. Aber muss ja jeder für sich selber wissen. Aber meiner Meinung nach, Kippe in den Mülleimer und weg.